Wenn Staaten sich um Inseln oder um eine Meereszone streiten, wenn ein Staat dem anderen eine Vertragsverletzung oder einen sonstigen Bruch des Völkerrechts vorwirft, und wenn die Vereinten Nationen oder eine ihrer Sonderorganisationen ein Gutachten über eine Rechtsfrage benötigen, dann können sie sich an den Internationalen Gerichtshof wenden. Der Internationale Gerichtshof oder IGH hat seinen Sitz in den Niederlanden. Genauer gesagt befindet er sich im Friedenspalast in Den Haag. Wie die Generalversammlung und der Sicherheitsrat ist der Gerichtshof eines der sogenannten Hauptorgane der Vereinten Nationen. Er ist das einzige Hauptorgan, das seinen Sitz nicht in New York hat. Der IGH ist das Hauptrechtsprechungsorgan der UN und das höchste internationale Gericht weltweit. Der Gerichtshof wurde 1946 gegründet. Seine zwei Amtssprachen sind Englisch und Französisch. Seine Rechtsgrundlage, das Statut, ist integraler Bestandteil der Charta der Vereinten Nationen. Veuillez vous asseoir. Alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erkennen die Existenz des Gerichtshofs daher automatisch an und können ihn als solchen anrufen. Der IGH ist Nachfolger eines anderen Gerichtshofs, der 1922 vom Völkerbund gegründet wurde, der Ständige Internationale Gerichtshof. Zwischen 1922 und 1940 verhandelte der Ständige Internationale Gerichtshof rund 60 Fälle. Er wurde nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelöst. Der IGH trat seine Nachfolger am 18. April 1946 an und hat nicht nur sein Statut, sondern auch seine Rechtsprechung und Traditionen übernommen. Wie sein Vorgänger hat der Internationale Gerichtshof zwei Aufgaben. Zum einen die Streitbeilegung zwischen Staaten. Wir sprechen hier von Streitverfahren. Die zweite Aufgabe des IGH besteht darin, Rechtsfragen zu beantworten, die von der Generalversammlung, dem Sicherheitsrat oder Sonderorganisationen der Vereinten Nationen an ihn gerichtet werden. In diesen Fällen sprechen wir von Gutachtenverfahren. Seit seiner Gründung hat der Gerichtshof eine große Anzahl von Fällen bearbeitet. Der IGH ist kein Strafgericht. Er verhandelt nicht gegen Einzelpersonen. Nur zwischenstaatliche Streitigkeiten können ihm zur Entscheidung vorgelegt werden. Der Gerichtshof setzt sich aus 15 Richtern zusammen. Sie werden durch die UN-Generalversammlung und den Sicherheitsrat für eine Amtszeit von 9 Jahren gewählt. Alle 3 Jahre werden 5 der 15 Sitze neu besetzt. Die Richter können wieder gewählt werden. Mr. Mohammed Benouna, Mr. James Richard Crawford, Ms. Joan E. Donahue, Mr. Kirill Kevorkian and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years, beginning on 6 February 20. Die Mitglieder des Gerichtshofs müssen verschiedener Staatsangehörigkeit sein. Sie sind dabei nicht Vertreter ihres Landes, sondern unabhängige Richter. Ich erkläre feierlich, dass ich meine Pflichten und Befugnisse als Richter ehrenhaft, treu, unparteiisch und gewissenhaft ausüben werde. Die Zusammensetzung des Gerichtshofs ist durch eine geografische Ausgewogenheit gekennzeichnet. 3 Sitze der Richterbank werden von Richtern aus Afrika besetzt. 2 Sitze werden von Richtern aus Lateinamerika und der Karibik besetzt. Weitere 3 werden von Richtern aus Asien besetzt.
5 weitere von Richtern aus westeuropäischen und anderen westlichen Staaten und 2 von Richtern aus Osteuropa. Obwohl kein Staat ein Anrecht auf einen Sitz auf der Richterbank hat, sind bislang die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats immer mit jeweils einem Richter vertreten gewesen. Wenn sich an einem Streitfall Parteien beteiligen, die keinen ihrer Staatsangehörigen als Richter haben, so haben diese Parteien jeweils das Recht, eine Person ihrer Wahl als sogenannten Ad-hoc-Richter zu bestimmen. Diese Richter, die beliebiger Staatsangehörigkeit sein können, haben dieselben Rechte und Pflichten wie die gewählten Richter. Alle 3 Jahre wählt der Gerichtshof einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten. Der Präsident hat den Vorsitz aller Sitzungen des Gerichtshofs inne. Er oder sie leitet die Arbeit des Gerichtshofs und beaufsichtigt seine Verwaltung. Jährlich stellt der Präsident einen Tätigkeitsbericht des IGH der Generalversammlung in New York vor. Der Gerichtshof verfügt über seine eigene unabhängige Verwaltung. Er ist das einzige Hauptorgan der Vereinten Nationen, das nicht durch das UN-Sekretariat unterstützt wird. Die Richter werden durch einen Kanzler unterstützt, der auf 7 Jahre vom Gerichtshof gewählt wird und wieder wählbar ist. Der Kanzler ist der Leiter der Geschäftsstelle des Gerichtshofs, der Kanzlei, deren Mitarbeiter aus der ganzen Welt angeworben werden. Der Kanzler hat gerichtliche, diplomatische und Verwaltungsaufgaben. Die Hauptaufgabe des Gerichtshofes ist die gerichtliche Streitbeilegung zwischen Staaten. Diese Streitsachen stellen 80% seiner Arbeit dar. In früheren Zeiten befasste sich der IGH in solchen Streitfällen typischerweise mit klassischen zwischenstaatlichen Fragen, wie beispielsweise Landes- und Seegrenzstreitigkeiten oder Fragen des diplomatischen Schutzes. Die Streitfälle jüngeren Datums betreffen jedoch zunehmend Fragen des humanitären Völkerrechts, des internationalen Umweltrechts, des Gewaltverbots oder der Staatenverantwortlichkeit. Die Zuständigkeit des Gerichtshofs ist allgemein. Er kann jede Frage des Völkerrechts behandeln. Der Zugang zum Gerichtshof steht allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen offen. Aber auch andere Staaten, die Vertragsparteien des Status sind, können vor dem IGH erscheinen. In diesem Sinne erstreckt sich die Zuständigkeit des Gerichtshofs weltweit. Seit 1946 sind eine große Anzahl von Staaten in Streitverfahren vor dem Gerichtshof erschienen. Staaten genießen Souveränität. Sie können die Art der Beilegung ihrer Streitigkeiten frei wählen. Der Gerichtshof kann daher einen Fall nur behandeln, wenn die beteiligten Staaten sich freiwillig der Zuständigkeit des Gerichtshofs unterworfen haben. In den meisten Fällen kommen Staaten auf der Grundlage eines völkerrechtlichen Vertrags vor den Gerichtshof. Nachdem der Gerichtshof angerufen wurde, fährt das Verfahren in 2 Etappen fort. Zuerst reichen Staaten ihre Argumente, Beweise und Vorträge schriftlich ein. In der nachfolgenden mündlichen Verhandlung richten sich die Staatenvertreter und ihre Rechtsberater mit mündlichen Vorträgen an das Gericht. Costa Rica requests the court to dismiss all Nicaragua's claims in this proceeding. Nicaragua requests from the court to A. dismiss and reject the requests and submissions of the Republic of Costa Rica. Der Gerichtshof zieht sich dann zur Beratung zurück. Die Beratungen des Gerichtshofs sind und bleiben geheim. Alle Fragen werden von einer Mehrheit der anwesenden Richter entschieden. Im Durchschnitt dauern die Beratungen des Gerichtshofs zwischen 4 und 6 Monaten. Jedes Urteil des Gerichtshofs wird in den 2 Amtssprachen des Gerichtshofs erlassen, in mehreren versiegelten Exemplaren erstellt und an die betroffenen Parteien überreicht. Die Urteile werden in mündlicher Verhandlung verlesen. Sie schließen mit dem Urteilsspruch ab, in dem der Gerichtshof sich zu jedem der Entscheidungspunkte ausspricht. For these reasons, the court, 1, by 14 votes to 2, rejects the preliminary objection raised by the Par ces motifs,
La Cour. 1. Par 14 voix contre 2, rejette l'exception préliminaire soulevée par la République. Tous les arrêts de la Cour sont définitifs. Alle Urteile des Gerichtshofs sind endgültig und unterliegen keinem Rechtsmittel. Es gilt zu unterstreichen, dass Staaten aus freiem Willen vor dem Gerichtshof erscheinen. Somit verpflichten sie sich, dessen Entscheidungen, die verbindlich sind, auch umzusetzen. Nahezu alle Urteile des Gerichtshofs wurden bislang befolgt. Wenn ein Staat sich dennoch weigert, eine Entscheidung des Gerichtshofs umzusetzen, kann die Gegenpartei den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen anrufen, der, gemäß Artikel 94 der Charta, Empfehlungen aussprechen oder über Maßnahmen entscheiden kann, die der Umsetzung des Urteils dienen. Angesichts der rechtlichen, moralischen und diplomatischen Autorität der Entscheidungen des Gerichtshofs kommt dies jedoch nur äußerst selten vor. Die zweite Aufgabe des Gerichtshofs besteht darin, jede Rechtsfrage, die ihm von bestimmten UN-Organen und Sonderorganisationen gestellt wird, zu beantworten. Ein solches Verfahren mündet in sogenannte Rechtsgutachten. Seit 1946 hat der Gerichtshof eine Vielzahl solcher Gutachten erstellt, und zwar zu Fragen, die manchmal von einem weltweiten Medienecho begleitet wurden. Die Mehrzahl dieser Gutachten wurde von der Generalversammlung angeregt. Das Gutachten von 2004 zur Frage der rechtlichen Folgen des Baus einer Mauer in den besetzten palästinensischen Gebieten war eines der medial meist beachteten Gutachten in der Geschichte des IGH. Staaten aus verschiedenen Weltregionen wurden eingeladen, an diesen Verhandlungen teilzunehmen, die etwas unter 7 Monaten dauerten. Im Gegensatz zu den Urteilen des Gerichtshofs sind seine Rechtsgutachten nicht per se rechtlich bindend. Es liegt an den Organen der Vereinten Nationen oder den Institutionen, die um das Gutachten gebeten haben, dem Gutachten durch die Mittel ihrer Wahl zur Wirkung zu verhelfen. In jedem Fall aber haben die Gutachten des Gerichtshofs dank seiner hohen rechtlichen und moralischen Autorität großes Gewicht. Und nicht zuletzt fördert die Berücksichtigung der Gutachten in der Rechtspraxis von Staaten und internationalen Organisationen die Entwicklung des Völkerrechts. In Fortsetzung der Arbeit des Ständigen Internationalen Gerichtshofs seit 1922 reicht die Bedeutung der Entscheidungen des IGH über die Staaten und Organisationen, die direkt von seinen Fällen betroffen sind, hinaus. In zahlreichen Fällen und auf allen Kontinenten hat der Gerichtshof dazu beigetragen, Krisen zu beseitigen, Beziehungen zwischen Staaten zu normalisieren und gescheiterte Verhandlungen neu zu beleben, entweder durch die gerichtliche Beilegung von Streitigkeiten oder durch die Feststellung der Rechtslage zu einer bestimmten Streitfrage. Als Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen ist der IGH ein wichtiges Werkzeug der internationalen Mechanismen zur Friedenssicherung. In dieser Rolle empfängt der Gerichtshof sehr regelmäßig Staatschefs sowie andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. La Cour remplit sa mission avec une grande efficacité. Der Gerichtshof unternimmt seine Aufgaben mit großer Effizienz. Er kann eine dringliche Verfügung innerhalb von Tagen oder Wochen und ein Rechtsgutachten innerhalb von wenigen Monaten erlassen. Er bringt die meisten seiner hochkomplexen streitigen Fälle in weniger als 5 Jahren zum Abschluss. Das Budget des Gerichtshofs macht weniger als 1% des gewöhnlichen Budgets der Vereinten Nationen aus. Der Gerichtshof ist eine weltweit einzigartige gerichtliche Institution. Durch seine Urteile, Gutachten und Verfügungen unterstützt der Internationale Gerichtshof die Vereinten Nationen in der Verwirklichung ihrer Hauptziele, der Wahrung und Stärkung des internationalen Friedens und der Sicherheit. Der IGH kann zwar nicht alleine Staaten von der Gewaltanwendung abhalten. Als von allen Mitgliedern der Vereinten Nationen anerkanntes Organ dient er ihnen jedoch mehr denn je als unschätzbares Instrument der Friedenssicherung.